Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von zu meinem Gamescom-Vlog heute. Wir haben heute Samstag, es ist der 13.19 Uhr und wir fahren jetzt zum Gamescom. Ich warte noch auf einen Freund, den wir abholen. Und ja, der kommt mit uns mit. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir Karten kriegen. Wenn nicht, dann gehen wir direkt rüber zum Video Day. Also nicht wundern, wenn das Video Video Day Vlog heißt. Wenn wir auf die Gamescom gehen und wir drei Karten kriegen, kommt mein Cousin auch noch vorbei und deshalb könnte es etwas länger dauern und da hinten ist mein Ferrari. Ein 458 Italia und der startet gerade. Ist das nicht fantastisch? Hört er sich nicht toll an? Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Ja, ist er nicht schön. Fantastisch, ne? Egal. Okay, dann gleich sehen wir uns wieder. Da hinten geht gerade mein Vater lang und ja, Gamescom, ich weiß gar nicht. Da hinten kommt der Marcel. Okay, bis dann und tschüss. So, okay, wir kommen wieder zurück zu den Vlog. Wir sind jetzt schon an der Gamescom, ne? Ja. Ja, wir haben drei Tickets bekommen. Es wurde eigentlich gesagt, wir haben extrem lange Warteschlangen. Vor der Kasse stand einfach mal gar keiner. Also es war überhaupt kein Problem. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sind jetzt in der Gamescom drinnen, sind dabei Marcel, sind dabei René. Und wir gehen jetzt hier so ein bisschen rum. Es ist wesentlich unvoller. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also es ist nicht so voll wie eigentlich gedacht. Also es ist. Wir haben bisher noch gar keine lange Schlange gesehen. Also nichts. Ne? Also vor allen Dingen Samstag. Ich dachte, ja, 15 Uhr, das ist eigentlich die Hauptzeit. Und extrem leer. Also ein Besucherrekord wird es dieses Jahr definitiv nicht. Gut für uns, dass es kein Besucherrekord geht und wir gehen jetzt weiter. So, jetzt erzählen nochmal, was das ist. Da gibt's McDonald's. Das ist McDonald's. Der mag nur Zappen. Das ist McDonald's. Ne? Das sieht sehr nach McDonald's aus. Also, ja, oder Self-Service-Restaurant heißt für mich McDonald's. Mhm. Ich hab Cola im Laden gesehen und dachte, er hat Cola gesehen, hat an McDonald's gedacht. Sehr schöne Zwischensequenz hier. Das war nett. Ein kleiner Minecraft-Stand. Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr gibt, weil das schwert sich nicht, was es zu kaufen gibt. Das ist von der Stadt Köln. Guck mir nicht so an. Das ist das. Ja, ich. Wer bist denn du?
wir haben uns jetzt aufgeteilt, sind noch das Zweite. Und wir haben eine Unterschrift von Mr. Moore Game. Beide. Weiß nicht. Zeig mal. Das war der einzige der YouTuber, den wir heute getroffen haben. Jetzt ist hier gerade mega. Wir gehen ja nachher noch auf Video Day. Ja, nicht auf dem Video Day, sondern am Video Day und wollen noch eine Unterschrift von umgespielt, weil der hat ja angekündigt, dass er da steht. Du hast gesagt auf dem Video Day, nein? Da gehen wir sorry, nicht. Alter! Ey, was erlaubst du dir eigentlich? Wir gehen jetzt was essen. Marcel wollte sich jetzt doch in die Nintendo-Schlange stellen. Wir haben ihn jetzt da reinstellen lassen und hier ist gerade. Ja, wir haben ihn da reingelassen, auch wenn da ist seine Mutter im Zug jetzt kaputt. Das ist mir jetzt egal. Das ist eine Schlange, ne? Da wird er nicht verloren gehen. Er ruft uns an, bevor er dran kommt. Wir wissen ja, wo das ist. Wir kennen uns jetzt hier schon einigermaßen gut aus. Zumindest kamen wir direkt zum zu der Nintendo-Bühne. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, was essen. Vielleicht treffen wir ja noch einen YouTuber zwischendurch. Weil ich hätte gern das ganze T-Shirt voll, aber nur hier oben. Das soll ungespielt sein. Weil das soll man richtig schön in der Facecam und ich mal noch einen sehen vielleicht. Okay, da hat gerade jemand gemerkt, dass ich einen Vlog mache, egal. Okay, und sein Vater war auch eben noch hier, ist mit uns eine Zeit lang rumgegangen. Und ich hatte das hier der, gekauft. Ach nee, ich hab's nicht gekauft. Der ist auch jetzt inzwischen wieder weg. Jetzt sind wir nur noch zu zweit, also aus drei wurden vier und aus vier wurden jetzt auf einmal noch zwei. Yay. Ja, bis gleich. Marcel hat nämlich keine Lust mehr. Der stand jetzt schon, der hat hier alles überwunden, steht hier vorne, muss noch 10 Leute überwinden und sagt, ich habe keine Lust mehr. Ja, ist egal. Aber hier, der Moment ist nur noch das hier, nur das bisschen. Ja. Achso, ja, okay. Dann haben wir genug, also. Er wollte ja nicht, aber jetzt habe ich dir deinen Gefallen erfüllt, jetzt ist er wieder nett. Hab ich selber. Oh mein Gott, der ist gut, 1-1.
Der Tom Cruise. Ja, der fliegt in die Rampen vor als die anderen. Guck mal, der ist Er ist geil. Oder willst du zu sehr? Dann machst du wieder ein Video. Ja, kann sein. Aber jetzt muss er aufnehmen. So, jetzt nochmal kurz was nachhinein. Die Kamera war mich jetzt so langsam voll. Ja, am Ende habt ihr noch ein paar Runden gesehen von mir, die Marcel gefilmt hat, in einen richtigen Formel 1 Simulator. Ich habe René und Marcel zwar auch gefilmt, nur die Aufnahme habe ich ganz schön verwackelt, weil ich mehr neben die Kamera geguckt habe als auf die Kamera bei der Aufnahme. Deshalb hier nochmal mein kurzes Statement. Der Gamescom war richtig schön. Wir sind nachher nicht nochmal zum Video Day gekommen. Wir kamen nicht mehr rein und die Veranstaltung ging doch länger als erwartet. Von daher war Mr. Morgan wirklich der einzigste größere, sage ich jetzt mal, YouTuber, den wir da getroffen haben. In allen war das ein ganz gelungener Tag. Besonders Spaß gemacht hat mir der Formel 1 Simulator allgemein mal. Das muss man mal erlebt haben auf der Gamescom. Nächstes Jahr werde ich definitiv auch hingeben. Und ein Tipp an euch, wenn ihr keine Karten bekommt, dann geht einfach hin, weil die haben meist immer genug. Also wir hatten keine Probleme an Karten zu kommen. Ja, das war dann der Gamescom Vlog. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. We'll be right back.